So, und damit geht es weiter mit einem ja, eher ungewohnten Bild. Genau, der Plan ist heute auf alle Fälle, dass wir den Night leveln erstmal. Ich weiß es auch nicht genau, wie lange das überhaupt gehen wird. Ich mache das gerade. Ich habe Pizza bestellt und ich nehme jetzt halt noch schnell auf, bis die halt kommt. Kann eine Stunde dauern, kann 10 Minuten dauern. Ich denke mal, es sind eher 10 Minuten sein. Genau, so. Ich habe kein Geld. Fuck, ich bin. Scheiße, ich habe gar kein Geld. Kacke, habe ich. Tower, let's go. Ich will es nicht extra umlocken, die Zeit ist knapp und das machen wir jetzt nicht. Aber, genau, wir haben hier eine 75er Waffe, wir haben hier. Gott, ey, wir haben so viel Zeug, wir könnten auch noch so viel rüberhandeln. Ich muss auch noch. Warte mal, bin ich. Was bin ich denn? Bin ich AOE? Bin ich 101? Ich bin irgendwie so alles und nichts irgendwie. Ah, sollen wir doch noch schnell was rüberhandeln? Ein bisschen blöd ist das schon, aber. Na, scheiß drauf, oder? Scheiß drauf. Ich meine, wir sind Knight, wir sind. Fuck, wir müssen. Ich brauche Geld. Ach nee, Mann. So, okay, jetzt aber. Ich habe hier allerlei Sachen rübergetradet. Und ich denke mal, damit sollte man einigermaßen zurechtkommen. Genau, erstmal resettet halt eben auf STA, weil wir sind halt eine AOE-Knight mit 101-Erweckungen, was halt irgendwie auch cool ist, gefühlt. Ich habe keinen Ringmaster! Oh Gott! Was tue ich hier gerade? Was mache ich hier gerade? Scheiße. Ja, wunderbar. Doch wieder umstatten. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. So, okay, jetzt habe ich noch einen Leecher, jetzt habe ich einen Ringmaster. Ich weiß, jetzt reicht wahrscheinlich das Geld wieder nicht mehr für 3 Astria-Tickets. Reicht das? 3 Tage, ja komm, das passt. Natürlich muss ich die Perien wieder von der Hand öffnen. So, zweimal, komm. Zweimal und dreimal. Alter, das ist hier teuer, Mann. So. Da hinten ist der Leecher. Ich muss auch gleich nochmal Buffs holen. Also halt eben nochmal alles rebuffen. Einfach für den Fall, dass man halt irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Self-Buffs oder so jetzt nicht mehr haben oder whatever. Hier, Class-Buffs, genau. Ah ja, hat er einiges ausgemacht. So, dann den Leecher reinholen. Super, wunderbar. Follow, einwandfrei. So, hat die Party jetzt, ist hat die Party... Weil mein anderer Leecher offline ist. Ah! Okay, die war eh auf Level, von dem her egal. Mr. Nice, die ist auf Schaden. So. Join Party. Sachen überstürzen ist immer ideal, ist immer cool, macht immer Spaß. Achso, Pet haben wir natürlich auch keins, klar, das braucht man nicht, das ist nicht so wichtig. Naja, gut. Hat der Ringmaster ein Pad? Hat auch kein Pad. Oh, aber der andere Charakter hat ein Pad. Glaube ich, irgendwo. Der hat kein Pad. Ach nee, der hat noch. Warum hat er kein Pad? Ich dachte, man bekommt ein Pad am Anfang. Doch, hier ist ein Pad. Uff, okay, das wird richtig spaßig, sage ich euch. Das wird richtig, richtig spaßig. So, hier Attack. Ich weiß gar nicht, ob ich von Hand heilen will oder von mit F-Tool oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Gleich gehen wahrscheinlich die FP aus oder so. Wait, warum ist das? Warum habe ich eine One-Handed-Animation? Lol, es gibt gar keinen Sinn irgendwie. Ich habe noch kein AOE! Oh no. Nein! Oh Gott, wie kann man so falsch sein? Ja gut, das ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Ich habe jetzt so spontan auch nicht direkt eine Lösung dafür. Kacke, ey, warum ich kein AOE? Flife ist so ein schlimmes Game irgendwie so.
So, du gehst halt irgendwie unkonzentriert rein und dann. Ja, komm. Wie lange ist die Follow Range? Können wir damit aufhören? Bis hierhin vielleicht? Hallo? Okay, schon besser. Vielleicht ist einfach so ein schlimmes Game irgendwie, wenn man so mal drüber nachdenkt. So, du hast eine neue Klasse und dann erstmal so, ha, aber kein AOE. Gibt neue Waffen, aber kein AOE für die Waffe. Oder generell kein AOE, weil Baum oder so. Keine Ahnung. Genau. Ah, das ist blöd. Das ist blöd. Das ist ganz, ganz blöd. Ja, das ist unangenehm. Aber ja, gut, was soll man halt machen? Wir haben nicht mehr Power-Ups oder so. Ich hab's halt komplett verschwitzt einfach. Ich dachte mir gerade, oh, schnell rein und so, schnell AOE, hier leveln und so. Kannst du schnell aufnehmen, aber komplett versammelt einfach, wirklich komplett versammelt. Das ist echt unangenehm. Aber ja, ich kann nichts machen. Es ist, wie es ist. Das ist echt blöd, ja. Ja, beim nächsten Mal mache ich es besser. Beim nächsten Mal lernt man immer dazu. Alter, wir haben ja gerade im Umkreis, im Landkreis solche krassen Gewitter. Also bei uns war gefühlt einfach fast gar nichts, aber ich habe ja gerade so eine Wetterstation hier. Na gut, ist halt blöd mit den Stadtnamen halt, wenn ich dir das irgendwie so ins Video reinpacke. Auf jeden Fall, das ist halt so heftig einfach. Also bei uns war halt so ein, auf der Wetterkarte so ein paar gelbe Punkte halt so für Blitze. Und es ist das Gewitter halt so vielleicht 20, 30 Kilometer weitergezogen. Ja, ziemlich genau, 25 Kilometer. Und Alter, das ist einfach zehnmal so groß. Und diese gelben Punkte wurden halt zu orangenen Punkten. Du hast irgendwie, glaube ich, mehr so, also für starke Blitze, Gewitter, whatever steht. Und, ja, sind sie Level drüber, lol. Ja, allgemein halt so richtig Weltuntergang einfach. Und bei uns war halt zum Glück einfach gar nicht, oder halt fast nichts. Wir hatten halt ein bisschen Sturm, viel Regen, so einen minimalen Riesel. Und ja, das war es im Prinzip wieder. Also, so gesehen hatten wir wirklich mega viel Glück. Aber gerade da, Richtung, was ist denn das, Osten, Ost, Nordost? Nordost? Ja, Nordost. Ja, die haben richtig Spaß. Die haben richtig Spaß. So, sehr gut hier auch. Genau. So, gleich noch ein Level. Nach dem jetzt hier, genau. Jetzt noch ein Level, dann haben wir's. Können wir dich auch AOEen. Ja, es ist halt. Also meine Vorbereitung ist halt wirklich immer so on point einfach. Besser geht halt eigentlich schon gar nicht mehr. Besser geht halt echt nicht mehr. Oh Mann, ey. Aber ja, was willst du machen? Schaut es aus. 2k Attack. Ja, könnte halt sehr viel mehr sein, wenn wir halt irgendwie sowas wie Power-Ups hätten. Oder ein Schmuckset. Oder ein Umhang. Oder Maske. Oder wenn wir uns als TR-Pad drüber gehandelt hätten. Ja, ja. Ich habe noch nicht mein Element drauf, um den einen Buff zu kriegen für die 11% Attack. Ah, ich bin Profi, Mann. 15 Jahre Flives sind hier am Start. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Einfach nur geil. Einfach geil. So macht das Spaß. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, warum ich das so verkackt habe irgendwie. Also ich habe schon drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, so und so und so und bla bla bla. Und aber irgendwie dann so ultimativ habe ich es dann trotzdem verkackt einfach. Aber wirklich voll verkackt. Also, ja, das ist schon. Also so habe ich es persönlich auch nicht erwartet, ich habe es selbst nicht erwartet, dass ich es so verkacke, sagen wir so. Ja. Echt umgelaufen irgendwie. So, 2 Mobs noch, 1 Mob noch. Ja, 65, let's go. Was macht Rage hier? Boom.
Crit-Rate und PvE-Damage? What? Ich spiele schon die ultimative AOE-Klasse und jetzt ist die halt einfach irgendein. Was schon eine AOE, eine 1-1-Klasse? Irgendwie ruckelt mein Spiel gerade ein bisschen. Ah ja, ich habe noch Unreal offen. Shit. Meines hat irgendwie Auswirkungen drauf. Level Down wird's auch geil für die Lusaka-Axt. Ich habe generell so viele Äxte, ich habe keine Ahnung, ich kann die eh alle nicht nutzen. Ich habe jetzt zwei Guardian-Äxte, weil halt einfach zwei Guardian-Äxte besser sind als eine. Ich meine diese Einhand, hust. Dann halt eine 75er Lusaka-Axt, dann halt 405 nochmal was, dann 420 nochmal was. Ja. Ah ja, geht aber gut voran irgendwie. Bisher relativ zufriedenstellend, auch mit den ganzen Buffs und so weiter. 1300 Def. Genau, was immer noch fehlt, ist halt ein 105er Set dann. Das habe ich halt vielleicht auch wieder minimal verkackt. Ja, beziehungsweise noch nicht gefarmt, sagen wir mal so. Aber wir haben noch Zeit, wir machen heute nicht 105, also. Dann müsste die Pötze schon ewig dauern, dann müsste schon irgendeinen Stau geben und weiß nicht, unter See überlaufen und keine Ahnung. Also ich denke mal, wir haben relativ gute Karten, dass wir nicht auf 105 kommen. Amplis habe ich übrigens auch nicht, wir brauchen schon Amplis. Ja. Heute einfach mal eine verpeilte Folge, ist auch okay. Falscher Skill, wieder falscher Skill. Richtiger Skill. Ein Astria-Gag. Warte mal, stimmt, die können wir auch farmen. Habe ich ganz vergessen. Ich verstehe das eh nicht. Ich glaube, also die Astria-Gags, die sind jetzt keine Erfindung von PES, aber die gab es auch im Offi. Theoretisch, irgendwann, irgendwie, vielleicht, also. Also ja, sie existierten halt, die Models existierten, die Farben und so weiter halt, die Drops und waren auch gebalanced und so. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, entweder gab es die mal, die wurden entfernt oder so, keine Ahnung. Aber ich meine, die existieren ja offensichtlich und die sind jetzt keine irgendwelche reinen Reskins. Also ja, sie sind Reskins, aber halt nicht solche P-Server-Reskins, die halt so ultra billig sind oder so. Also sind halt schon mit ein bisschen Bedacht halt da geskinnt und so. Ich meine, schau mal das Ding an, hier ist hat andere Augen, andere Farbverläufe und so, also, oder? Kann man das per, nee, ich glaube nicht. Nee, auch der Hammer ist anders, hat andere Farben. Wobei nur das Holz ist anders, oder? Ah. Also, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es halt nur so ein Drag-and-Drop-Ding ist, dass die halt so gesagt haben, so, ja, hier, die Farbe nehmen wir und dann replacen wir die mit der Farbe. Ging ja damals eh noch nicht, also ich meine, die Gigs, die gibt es ja schon im Spiel seit 2000, weiß nicht. Seit Astria drin ist. Seit wann gibt es Astria? 2008, 9, 7, 6? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Photoshop und die ganzen KI-Funktionen und so, die waren ja da, das gab es damals noch nicht. Also Photoshop schon, aber ich weiß nicht, ob man damals schon Farben replacen konnte. Ich glaube kaum. Also vor 15 Jahren oder so, glaube ich, war das halt noch kein Feature, was irgendwie. Warte mal, vor 15 Jahren war 2009. Sogar mehr als 15 Jahre her. Alter, ist so bitter einfach. Auf jeden Fall gab es damals halt, glaube ich, noch nicht mal. Deswegen. Ich vermute halt schon, dass die halt wahrscheinlich zumindest. Schon ein bisschen aufwendiger gemacht wurden dann. Aber sicher weiß ich jetzt auch nicht. Also. Kommt dann. Noch ein Mob. Genau, ich werde jetzt aber gleich offline gehen. So, 68 war jetzt einfach eine kurze Folge. Und ja, in dem Sinne danke fürs Zuschauen. Meine Pizza ist fast da und bis bald.